Hallo und herzlich willkommen zur Landwirtschaftssimulator 15. Jetzt habe ich noch gesagt 2015, aber das stimmt ja wieder mal nicht. Ich weiß nicht, warum es denn nicht 2015 ist. Nein, ist ja wurscht. Ja, am Landgut Altenhof, weil die alten Bauern sind da wie Höchst, wie so leckt und so, sind da wieder am Werke und mit dabei, den umkreis ich gerade, ist der Tassi. Hallo Tassi. Jo, hallo Juhu. Zusammen. Kuckuck. Darillo, Kuckuck. Hallo. Der Detlef. Wir sprechen Detlef. Ja, der ist hier. Der Dr. X. Moin. Die Trucker-Lady. Hallihallo. Habe ich irgendwen vergessen? Ja, der Pech gehabt. Hm. Nein, der Doppel ist ja auch noch dabei, Entschuldigung. Ah, ich weiß nicht, ich bin ein Doppel für... Das kannst du ja nur nicht machen hier, ne? Nee, das war jetzt ein Riesenfehler. Also das ja, wäre ja völlig... sag mal, wie groberst du denn hier? Machst du jetzt hier nicht Reihe für Reihe weg? Was hast du da gemacht? Was denn? Nee, wo groberst du denn? Ja, das ist wirklich mal rechts, mal links. Nee, nicht mehr rechts, mal links. Also entweder oder, entscheide dich. Und in der Mitte eine leer lassen. Er macht es wie seine Frau, wenn es mal überstricken. Eine links, eine rechts, eine fallen lassen. Nö, ich ziehe auch durch vier Flaschen durch. Ach Gott, ist das schon angesehen, da wo ich fahre? Nee, das ist nur gekruppert. Also Feld 24 ist fertig für zum Säen. Hast okay, du noch eine Säenmaschine? Ja, müsste eigentlich noch in Dingsen sein. In, na, wie heißt denn das jetzt? Dann aber steht da bei dem in dem komischen Haus da. Im Stadel. In Stadel, genau. Was willst du ansehen? Rups. 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 Rups, ja, rups. Rups. Es ruppt. Eins kann ich dir sagen, Trakeli, wenn du da Tüten drast mit Raps, mein lieber Freund, da geht aber die boah, da geht der Jolly ab. gibt das nicht unheimlich Durchfall, wenn du Raps isst? Ja, am Anfang kostet das lustig. Die Nachwirkungen ist wieder ein anderes Thema. Ja, so als Ölsaat und so weiter. Ich glaube, meine Schwester, die hat das, musste das eine Zeit lang, hat die halt Raps gemampft immer. Weil wegen Verstopfung oder dagegen, besser gesagt. Raps wegen Verstopfung? Echt, das hilft? Ja, ich meine, das war Raps, was sie da. Also, ach, so kleine schwarze Körnchen hat sie immer da inne. Dann nicht oder Leinsamen das eigentlich. Das ist wahrscheinlich Leinsamen gewesen. Leinsamen? Okay. Ja. Oder vielleicht Mohn? Hm. Nee, naja, das ist wieder Leinsamen. Nee, naja, Mohn macht okay. Okay. Ich glaube, Raps kann man, glaube ich, gar nicht so wissen. Oder? Das ist nicht. Nur wenn du zum Feld gehst, dann Raps und du futterst. Wer meldet sich freiwillig zum Ausprobieren? Geht ja schlecht. Ja, jetzt momentan. Wo willst du denn jetzt Raps herkriegen? Ja, aber das können wir ja nächstes Jahr dann zum Testtreffen ausprobieren. Ich bringe Raps mit, Mann. Jo, gut, bitte. Und du probierst es dann vor allen Leuten. Ich dann nehmen wir das auf und stellen es ins Internet. Ich trau mir da vorher Zigaretten drauf. Und den Rettungsabtransport, den filmen wir dann auch gleich mit. Ja. Da kommt Dasi gleich mit dem Auto und kann gleich mitnehmen. Wisst ihr, ich sorge immer dafür, dass der Dasi arbeiten wird. Ja, genau. Selbst wenn er Urlaub hat. Ja. Muss ich aber leider euch dann in Rechnung stellen. Ja, das ist uns, ruhig, das die Mann, muss jetzt in Rechnung stellen. Nee, das übernimmst dann du nicht. Weil, wieso ich? Na, weil ich aus Österreich bin, ne? Die zahlen sowas nicht. Das zahlen immer nur die was aus dem Land sind, ne? Die Einheimischen. Ah ja, okay. Ah ja, natürlich. Ne? Na Gott sei Dank komme ich aus dem Osten. Aus dem Osten kommst du? Uiui. Mhm. Nein, das verrat mir jetzt. Ist das ein anderes Land oder wie? Ja, wir sind ein extra Land. Wir haben so. Ich meine, so nach 25 Jahren nach der Wende sollte das jetzt langsam mal echt vorbei sein mit Osten und Westen. Wieso? Wir liegen doch im Osten. Ja, vor allem. Naja, ihr wohnt in der Mitte, ne? Nö, ich wohne im Osten. Also noch östlicher Deutschland geht gar nicht. Aha, in England, Linksverkehr, okay. Ja, wenn du links fährst. Nee, mir ist ja nichts anderes übrig geblieben, du bist mir ja schon links entgegengekommen. Ach komm, erzähl nix. Ich habe ein Videobeweis. Ja, ich auch. Also ich habe das jetzt richtig verstanden, der Detlef liegt in Osten. Nee, der Detlef liegt eher in der Mitte. Ich liege im Bett. Ich wollte was? Nämlich eben drum, nicht? Darum haben wir das jetzt gefragt, nicht? Du liegst in Osten, ich möchte nur wissen, wie du da liegst. Ich lebe im Osten. Ach, von du lebst im Osten. Im Osten von Deutschland. Nein, wenn man geografisch genau nimmt, der wohl eher in der Mitte. Ja.
Ja, geografisch genau. Also wenn wir es ganz genau nehmen würden, ne, dann ist der Detlef halt auf einem anderen Planet. Von woanders halt, ne? Ich rede mich jetzt zum Kopf und Kragen, glaube ich. Wollen wir da nochmal zurück auf die letzten Folgen, wo ich in der Höhle gewohnt habe? Was für Höhle meinst du jetzt die 200... Oh, große Nachfrage nach Weizen. Attacke. Anhänger. Ja, du hast nur zwei Anhänger dran. Haben wir die Häuser komplett verkauft? Nee. Wo war denn das jetzt überhaupt? Ach, die Gerste. Getreidespeicher oben, wo wir vorhin auch verkauft haben. Ah, jetzt gibt's endlich Kohle. Und wenn es Kohle gibt, gibt's gute Geräte. Ja. Was steht denn da schon? Erstmal gibt es Kredit abzahlen, oder? Nö. Der Kredit ist erstmal nebensächlich. Kredit ist wurscht. Na gut. Wichtig ist, dass wir gescheite Maschinen da kriegen, dass die Zuschauer mal was zum Sehen bekommen. Na gut. Was machst du denn da, Manni? Ja, ich frage mich auch gerade, ich bin ein bisschen zu weit gefahren. Jetzt geht's los und der Papa hupft um und um wie ein Känguru. Oh, jetzt begrabe ich ihn. So, wollen wir mal kurz gucken. Wie viel habe ich denn hier noch drin? So. Oh, ich muss glaube mal Saatgut nachholen. Das ist langsam alle. Das kostet wieder Geld. Ja. Aber ich habe hier nur noch ein paar Kilos drin. Das reicht jetzt gerade noch für diese Bahn zu Ende hier und dann ist Feierabend. Haben wir nicht noch eine Seemaschine und einen Trecker? Ja, die hat Seemaschine, ja, aber kein Schlepper in Betrieb gerade. Nee, ich habe gesagt, wir dürfen keine Schlepper verkaufen. Es stehen noch zwei im Schuppen. Aber keine Schlepper mehr. Ja gut, dann hänge ich die hier ab und nehme die, wenn die voll sind, dann nehme ich natürlich die erstmal und mache die leer. Ja. Ja bitte, komm doch aus die Pötte, du alte Kraxen, du hörst, das gibt's ja nicht. Du musst immer auf Gast reden. Kurze Frage, wenn wir jetzt zu Geld kommen, was ich nicht glaube, was wollen wir denn als nächstes kaufen? Das ist eine gute Frage, nächste Frage bitte. Okay. Ich meine, ich wäre irgendwie dafür, dass ein paar Bäume da jetzt von unserem Hof verschwinden, weil die nerven mir ein bisschen. Ja, ich wäre auch für eine Kettensäge. Eine Kettensäge und dann den komischen Anhänger da. Weil das funktioniert ja wenigstens. Dass wir da ein bisschen wenigstens von den Forstdings klumpert was sein können. Ah ja, da steht der Mann vom Zoll, der Topper und der andere, das ist glaube der Mann von der Ausländerbehörde, der Relo Kotus. Die aufpassen, dass hier keine Fremdarbeiter eingesetzt werden auf dem Feld. Das ist wunderbar, da stehen sie halt so rum. Ne? Ja, was soll man machen? Ist ja nichts mehr frei. Sind da alle Schlepper besetzt? Ich kann die Trecker nicht verkaufen, ich hab's ja nicht hören wollen auf mich. Jetzt stehen wir zweimal dumm und einen Nasenbohren. Das ist okay. Ich sag, dass wir den Schlepper verkaufen. Aber das nicht einstimmig. Lokotus, du kannst ja meinen Frage. So, wir haben jetzt 24.500. Kannst du was arbeiten? Was bringen wir da drum? Gar nichts. Jetzt, was kosten der Depper, der Anhänger da? Ich meine, der 54. Schöne Anhänger. Wie viel? 54.000. Echt jetzt? Ja. Gibt's denn eine Gebrauch da? Leider nicht. Aber du könntest noch einen Trecker verkaufen. Da könnte ich dann auch ein bisschen rumstehen. Also jetzt bitte Detlef Opa, ja jetzt sag ich dir mal was. Ja, du arbeit was, ja. Das geht ja gar nicht um ein Dummstehen. Aber das ist jetzt wirklich voll Banane, das ist ne? Pass auf, dann machen wir das anders. Ich bin jetzt einmal eine Runde Opfern gewesen, jetzt fährt der Lokutus den Rest weg. Ja, dann steig aus. Wo ist er denn? Hallo, ups. Wie wär's mit raussteigen? Aber was mir gerade so aufgefallen ist, Detlef ist ja der einzige Opa hier, ne? Auf einem Rentnerhof ist das irgendwie peinlich, Leute. Was denn? Dass Detlef der einzige Opa hier ist. Wer der eigentlich wirklich Opa? Gell? Ja, ne, es ist halt nicht, ja, der Tarsi hat das so... Das war schon alles. Manni, da solltest du vielleicht mal mit deiner Tochter sprechen. Sind wir schon mehr. Hast du eine Backe? Die ist 15. Nee. Ja, Weizen ist alle. Frage. Ja, das ist doch im richtigen Alter. In einigen Ländern, da werden sie da schon bald Großmutter. Ja. Aber wenn meine Tochter jetzt mit den Kindern kommen und tut, dann weißt du, was da los ist. Weizen war die große Nachfrage, gell? Komisch ist, ja. Der Kutlus, ja, das war Weizen. Super, ne? Hast du endlich geschafft? Ach, dich doch eigentlich. Meine, wisst ihr, was noch komisch ist? Der Opa arbeitet hier wie ein Dofer. Und das Jungvolk, was nicht mal Papa ist, steht rum. Ja, das ist doch normal. Das ist ja so, ja, die wollen ja von Opa was lernen, ne? Also drum stimmt. Müssen stehen und zuschauen.
Ach so. Naja, aber sonst kann man ja nichts lernen, ne? Was macht der da jetzt eigentlich? Hallo? Ist der leer oder was? Haben wir nichts mehr? Nö, ist nichts mehr da. Nee, echt jetzt? Wir haben ja keinen Weizen mehr. Scheiße. Doc, warst du in der Tuning-Werkstatt? Das muss ich selber mal schauen. Ach so, was haben wir noch? Ja, du, wir haben 104 Gerste, wo können Gas wir denn die Gerste verkaufen? Ja, du bist aber leer. Da, wo wir die Weizen verkaufen. Ja, verkaufen wir nur Gerste, bis wir sie den blöden Hänger da leisten können. Ich bin gut, dann holen wir wieder die Anhänger. Ich sehe es nicht. Nein, du sehe es nicht leer. Ja, ich bin nicht leer. Nein, nein, du halluzinierst. Ach, das haben wir auch schon, musst du zwei Wetten. Du hättest doch nicht die blauen Pillen nehmen sollen. Aha. Das hat die Lenkradspiel. Ups. Und warum machst du dann dein Gerät hoch? Ja, weil das was? Hat Style. Der Doc macht sein Gerät hoch. Oh, oh, der Gerät macht auch mit denen. Der Gerät? Kopfkino. Guck mal, der Gerät nach oben. Der nimmt Gerät blaue nach Pillen, oben. Der nimmt sein Gerät hoch, mein lieber Freund. Und warum grubber ich da, wo ich schon gegrubbert habe? Das weiß ich auch nicht. Das ist wieder eine so tiefgreifende philosophische Frage. Da müsste man glatt mal das philosophische Quartett anrufen. Das so, Herr Manikus, wohin bringen das Zeug? Da bei der, wie heißt denn das jetzt? Der Getreidemühle da. Da, wo das blinkt. Ja. Da, wo du auf den Weizen verkauft Getreidespeicher. Hast. Das ist der Getreidespeicher und nicht die Mühle. Ja, Manikus. Das ist ein Getreidespeicher. Ja, okay. Passt schon. Wo ist denn jetzt da sein mit dem zweiten Hänger, mit dem dritten Hänger? Dort vorne. Bin gerade unter. Fahrt gerade am Hof wieder. Ah, sehr schön, da kannst du auch Gerste bitte mal verkaufen. Ja. Ah, schön, wie das der Detlef macht. Wie, wir haben noch Weizen-Nachfrage, nicht Gerste nach. Wir haben noch keinen Weizen mehr. Wenn dann mach mal welchen. Kann man nicht irgendwie Weizen Gerste gegen Weizen tauschen, 1:1 irgendwie, wo? Nee, leider nicht. Der theoretische Tausch gegen Raps. Okay. Das bringt bei Wetten mehr. Ja. Okay. Der da ist dann aber der Kurs wieder 2:1, ne? Mhm. Die Gruppe-Kontur, das schaut super aus. Textur. Nicht Kontur, sondern Textur. Naja, vor allem die Animation da, ne? Die Textur eigentlich also nicht. Das schaut wirklich gut aus. Bis auf das, dass der Detlef in Gruppe nie in die Höhe nimmt. Ich brauche schon mal eine Kettensäge. Aber egal, das fällt ja nicht mal auf. Wenn du dich mal zurücklehnst und nur zuhörst, dann merkst du, dass das eine total durchgeknallte Truppe ist. Übrigens, ich kaufe mir jetzt mal eine Kettensäge. Detlef? Ja, kauf mal eine Kettensäge. Hallo, Detlef, ich höre dich nicht. Hallo, Detlef, hast du irgendwas gesagt? Nein. Und zumindest mein Mikro ist da kaputt. Achso. Herr Manikus? Ja, bitte. Welchen Baum möchten Sie gefällt haben? Ja, ich komme. Nein, du sollst jetzt nicht kommen, das hebt ihr für heute Abend auf. Ich erscheine. Das schläft doch so, was das hat. Hey, krass, der Topper, der hat einen Stutzen noch. Hä? Bist du jetzt mit der Harley Davidson vorne, oder was? Ja, wo bist du denn überhaupt? Ja, ich stehe direkt vor dir. Hallo, falsche Richtung, andere Richtung. Hallo? Da, hallo. Hallo. Ich sehe hier niemanden. Ja, das glaube ich, mit den Stutzen der ich auch nichts sehen. Okay. Ehrlich nicht. Ja. Jetzt? Ja, jetzt siehst du mich an. Und zwar, ich hätte gern den einmal weg. Moment. Ja, was denn da mitten steht, der sigiert mich da schon die ganze Zeit. Das Ding hier. Ja, das. Nein, das Ding, den Baum bitte. Ja, du sagelst da noch die Holzhütten nieder. Die brauchen wir noch. Aber bitte ganz unten, ja, dass da wenig Stumpf überbleibt. Wenn möglich. Was sind das? Ah, Traktor. Geht schon feuerfrei, ich meine, leg los. Also das schaut aus, ob... Nee, mach das in Stehen, bitte. Manni. Ja, bitte. Dürfte ich eine Pause einlegen, weil der Boden kommt mir entgegen. Was? Ja, vom Draufschauen, irgendwie ist das so wellblechförmig. Okay. Ich brauche eine Pause. Halluzinierst du jetzt schon? Ja. Du sollst doch diese komischen Pilze, die da stehen, diese mit dem rot-weißen Kopf, die sollst du nicht immer rauchen. Okay. Hallo? Feuerfrei, dann mach kaputt den Baum da. Weg mit dem Dreck. Das schaut aus, wie wenn der Kacken geht jetzt. Wieso, ich steh doch. Ihr müsst einmal da herkommen, müsst ihr das ausschauen, wie sich der Puppen tut. Das schaut aus, wie wenn er da irgendwas... Das machen wir jetzt auch noch, so kurz vor Abschluss der Folge. Aua, der hat den Baum getroffen.
Hast du ihn ins Richtige getroffen? Ja. Glaube ja, der ist ein Treffer. Und jetzt ist er weg, der Papa. So, jetzt machen wir da. Jetzt machen wir da Dingsen, ne? Jetzt legen wir den komischen Panzer. Ja, genau, mach den mal klein hier. Das wollen wir uns mal angucken. Du Dinge tun da. Na mach, na komm, na mach. Ja, na mach, na komm, na mach. Na mach, na komm. Na mach, na komm. Na mach. Geht das nicht schneller? Geh weg von mir mit deinem komischen Sturzheim. Ich mag das nicht. Weg. Das ist aber auch ein Helm da. Mädchen, Skinners. Na komm, mach. Na mach, na komm. Bitte, jetzt schneid doch endlich an aus, da ist das so schwer. Ja, ich muss den erstmal entasten, du Ast. Du machst dir gar nichts, du rennst immer nur auf, da passiert nichts. Hallo, ich bin ja auf Feld. Verpasse ich irgendwo was? Ja. Nö, nö. Ja, da am Hof gibt's Action. Jetzt hat sich was bewegt, jetzt tut er eben auch langsam arbeiten. Da hört man denn da gar keinen Kettensägen-Sound? Das ist ja scheiße. Ja, man hört gar nichts eigentlich, gell? Das ist das gleiche Problem wie beim Forstmod. Bedlife, das suche ich heute für Gerücht, dass du alleinig bist. Fast alleine. Ach, fast, okay. Ich habe das fast nicht gehört. Okay, ja, gut, okay, dann würde ich mal sagen, Manni, in der nächsten Folge sehen wir dann, wie... Willst du jetzt meine Zuschauer 10 Sekunden nehmen von der Aufnahme, da? Was? Willst du meine Zuschauer 10 Sekunden von der Aufnahme nehmen? Nee, wir sind schon 16:25 hier. Nee, dann hast du aber falsch gedrückt. Nee, ich habe exakt gedrückt. Na okay. Aber bevor wir da weiter diskutieren und der Papa da irgendwie, weiß ich nicht, komische Dinge da weitermacht auf dem Baum, sag ich einmal ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.